Der Betrieb des Esselmuseums in Klosterneuburg geht in die Zielgeraden. Dort ist nun das letzte Ausstellungsprojekt mit dem Namen Die Sammlung Esel zu sehen, bevor das Haus aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nach 17 Jahren mit 1. Juli endgültig seine Pforten schließt. Hinter der finalen Ausstellung steckt der Künstler Esel, der mit bürgerlichem Namen Lorenz Seidler heißt. Er will mit seiner Installation den Kunstbetrachter, sprich den Besucher, zum Mitmachen animieren. Also wir fragen die Leute, was glauben Sie, was sich in den letzten 17 Jahren verändert hat? Wie stehen Sie dazu? Und meine Lieblingsfrage, was hätten Sie denn gern, was sich noch punkto Kunst verändert? Und das können die Leute als ihre Kunstveränderung direkt an die Wand da drüben hängen. Da gibt es eine vorgesehene Stelle, sucht man sein Ding und daraus ergibt sich ein neues, großes Bild. Es ist etwas ganz Neues, es ist ein Labor. Das entspricht ja genau dem, was wir uns überlegt haben, wie wir das Museum 1999 errichtet haben. Das ist ein offenes Haus der Kommunikation, aber auch vor allem auch des Herausfindens, in welche Richtung sich Kunst entwickelt. Und in den letzten 17 Jahren, wie wir das Haus betrieben haben, hat sich in der Kunstszene sehr vieles verändert, vor allem mit den elektronischen Medien und so weiter. Und Esel ist eben einer, der diese Entwicklung in einem Archiv sozusagen festgehalten hat und erstmals das Archiv hier öffnet. Für das Kunstsammlerpaar Essel bedeutet dieses letzte Projekt eine schmerzhafte Zäsur, da ihr Haus, das Esselmuseum, danach den Ausstellungsbetrieb beendet. Wesentliche Teile ihrer Sammlung sollen später im Wiener Künstlerhaus zu sehen sein. Wohl etwas wehmütig zog Essel nach mehr als 100 Ausstellungseröffnungen Bilanz. Ich glaube, wir haben einen guten Beitrag in der Museumslandschaft, nicht nur in Wien, sondern auch international beigetragen. Und das ist halt jetzt ein Projekt, wenn Sie so wollen, das jetzt zu Ende gekommen ist. Sowohl die Sammlung als auch das Museum bleiben ja bestehen. Die Sammlung wird ja wahrscheinlich in Kürze dann eine andere Heimstätte eben finden, wo sie auch der Öffentlichkeit wieder präsentiert werden kann. Und das Museum, man wird sehen, nicht wahr? Das sind ja die schönsten Ausstellungsräume, die man sich vorstellen kann, die ja sicherlich nicht lange leer stehen werden. Aber das wird alles dann die Zukunft weisen. Mit Tagen der offenen Tür verabschiedet sich das Esselmuseum Ende Juni bei freiem Eintritt von seinem Publikum.